Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir anhand verschiedenster Beispiele, was Aufwandskonten sind und wie du diese ganz einfach verstehst. Grundsätzlich, Aufwandskonten gehören zu den liebevollen Erfolgskonten. Und Erfolgskonten gehören zur Finanzbuchhaltung und sind Unterkonten der Gewinn- und Verlustrechnung und letztendlich des Eigenkapitals. Deutsch, wenn du im Unternehmen bist und produzierst irgendwelche Produkte, wie auch immer, dann kaufst du Sachen ein und verkaufst diese wieder. Und das muss man natürlich alles buchhalterisch festhalten in unserem tollen System. Und die Aufwandskonten, die sich dann unter dem Jahr befinden, das zeige ich dir gleich, die werden am Ende des Jahres an das Konto Gewinn und Verlust abgeschlossen. Deswegen sagt man auch immer liebevoll, aha, so ein Aufwandskonto ist ein Unterkonto vom Gewinn- und Verlustkonto. Und das Gewinn- und Verlustkonto wird übrigens ans Eigenkapital abgeschlossen. Aber das erkläre ich in einem anderen Video von mir. Also du kannst dir merken, auf den Aufwandskonten oder eben Erfolgskonten, die Obergruppe davon, werden erfolgswirksame Geschäftsvorfälle einer Rechnungsperiode verbucht. Erfolgswirksam, das ist eben genau der Punkt. Weil Aufwendungen, die du eben in den Aufwandskonten reinbuchst, die haben eine Auswirkung auf den Erfolg deines Unternehmens. Hast du zu viele Aufwendungen, dann machst du Verlust, ist nicht so kribbelig. Aber hast du wenig Aufwendungen und viel mehr Erträge, dann machst du zum Beispiel Gewinn und dein Unternehmen ist erfolgreich. Gut, klären wir doch erst einmal die Eigenschaften eines Aufwandskontos. Ein Aufwandskonto mehrt sich auf der Soll-Seite und mindert sich auf der Haben-Seite und hat im Gegensatz zu irgendwelchen Bilanzposten, also aktiven und passiven Bestandskonten, keinen Anfangsbestand. Wichtig. Nun, Aufwandskonten, was kann man darunter verstehen? Einiges. Es sind im Endeffekt so alles, was in deinem Unternehmen passiert und erstmal Geld kostet, Ausgaben verursacht. Zu Deutsch, wenn du die Rohstoffe einkaufen musst, du bist ein Brötchenbäcker, ja, dann musst du das Mehl kaufen, bevor du es erst verkaufen kannst. Ne? Hast erstmal einen Aufwand, du musst erstmal Geld zahlen, damit du, bevor du die Brötchen verkaufen kannst. Dann haben wir hier Verpackungsmaterial, vielleicht musst du ja irgendwie die Tüten kaufen, Löhne und Gehälter, du musst Angestellte bezahlen, Gebühren hast du, Kosten des Geldverkehrs, weil du nach Dubai irgendwie das Geld verschickst, Rechts- und Beratungskosten, dich hat irgendjemand verklagt, weil in der Zimtschnecke doch noch ein kleines Plastikteilchen war, Reisekosten, Werbung, also alles Aufwendungen. Und als Aufwand kann man einfach verstehen, zum Beispiel jetzt, ich kaufe jetzt für 500 Euro Mehl netto, dann habe ich 500 Euro Aufwand gehabt. Na, so kann man das Ganze verstehen. Gut, wie werden dann Aufwandskonten eigentlich eröffnet und abgeschlossen? Ja, wie ich schon verraten habe, eröffnet werden sie gar nicht. Sondern es geht direkt am Anfang des Jahres los, du buchst da einfach sofort rein. Und am Ende des Jahres aber, wenn du dann die Aufwandskonten voll hast, oder eben ist alles passiert im Geschäft, dann muss das abgeschlossen werden. Und ein Aufwandskonto, dass sich das Jahr im Soll mehrt, ist es in der Regel der Fall auf der Habenseite. Der Saldo, den man dann bildet, um das Aufwandskonto abzuschließen, der wird dann eben an das Gewinn- und Verlustkonto abgeschlossen. Hier ist es auf der Habenseite im Aufwandskonto, dann ist es im G&V-Konto auf der Sollseite. Und so schließt man die Bad Boys einfach ab. Natürlich habe ich noch mehr Erklärvideos und Übungsaufgaben dazu, auch alles auf meinem Kanal. Zieh dir das einfach mal rein. Und falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Abo ist dann ein kleiner Klick und dann unterstützt mich wirklich riesig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.